Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in, ja, Season 2 von Alpha 14. Yay! Ich habe gerade nochmal alles probiert, was ich probieren konnte in unserer alten Welt, um sie wiederherzustellen. Ich habe quasi alle Wellen, die auf einmal kamen, habe ich im Creative besiegt, das heißt mit dem Rocket Launcher genommen und alle weggefetzt und so. Und habe erst gedacht, als es dann ruhiger wurde, dass quasi alle Wellen, die irgendwie sich angestaut hatten, ja, jetzt alle weg sind. Und wollte eigentlich wieder weiter aufnehmen. Und dann kam aber, als ich wieder quasi im neuen Zuhause war, kam der nächste Tag, 21 Welle und dann habe ich mir gesagt, nee, das hat keinen Zweck, die werden nie mehr aufhören zu spawnen, durchgehen, immer und immer und immer wieder. Deswegen müssen wir jetzt leider neu anfangen, denn in meiner anderen Singleplayer-Welt ist es nicht so. Das heißt, die Welt an sich ist kaputt gegangen, leider. Das ist ziemlich ungeil. Aber naja, kurz die Mod Options durchgehen hier. Wollten wir nicht 50 Minuten? Oh, 120 Minuten inzwischen. Krasser Schied. Aber dann sitze ich ja eine Stunde in der Nacht. Das ist auch nicht so geil. Hatten wir 40 oder 50 Minuten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache mal 50. Sicher ist sicher. Okay, ansonsten. Cheat Mode lasse ich jetzt erstmal an. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht anlassen. Quatsch. Auf. Enemy Spawning ist schon okay. So, ja, ich denke mal, wir bleiben wieder in der Nevis Gain. Ich weiß es nicht. Kommt mir noch keiner sagen, wie man es jetzt so richtig ausspricht? Ich weiß es nicht. Gibt es dazu ein Lexikon oder so? Ein Duden-Eintrag? Ein Schneegebet, natürlich. Weil es so witzig ist. Ja, danke. Ja, danke. Okay, erstmal was zu anziehen finden. Schon mal gut, ein T-Shirt haben wir. Ah, wir hatten echt Looten auf sehr viel höher, weil das dauert ja echt hier ewig. Krass, finde ich witzig. Aber, oh, eine Schaufel. Wir schaffen das. Wir werden wieder groß und stark und werden super. Und machen uns eine neue Festung. Diesmal, ja, bedachter und, ja, wir haben mehr Erfahrung und können dementsprechend besser arbeiten. Natürlich, wir müssen am Anfang erstmal ein Häuschen suchen, um vielleicht die ersten 2 Nächte zu übernachten oder so. Schneegebiet würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt bleiben wollen, oder? Ich weiß gar nicht. Ist halt kalt hier das Problem. Aber warm ist auch noch viel beschissener. Kalt, da kann man sich gut halt mit Rüstung bestücken. Apropos bestücken. Ein T-Shirt und eine Chest Armor. Wow, krass. Ein Chest Armor direkt zum Anfang. Das ist hart. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Topf haben wir auch direkt. Sehr schön. Eine Kerze. Oh, nicht nehmen Kerze. Ich habe sowas von Kerze genommen. Da kannst du nochmal drauf wetten, ey. So. Aha. Hier sind Betten, die können wir auseinandernehmen. Kann ich den alten Chair scrappen? Damit kann ich zuschlagen? Ah, nee. Wollte schon sagen, das wäre witzig gewesen, ja. Huch. Miau. Ist hier noch was? Oh, eine alte Ledercouch, das ist super. Sehr gut. Wir sammeln erstmal, ne, das Übliche. Jawohl. Bin ja am Busch hier verprügeln, der kann auch nichts dafür, aber er muss leiden. Bisschen mehr hier schon direkt von sammeln. Dann können wir uns eine Armor basteln. Also, ne? So das typische erste. Au, au, au. Das tut so weh. Stein? Nein, kein Stein? Kein Stein. Hab kapiert. Hab kapiert. Ist okay. Da. Ja. Schön. Und hopp. Und. Bäm. Noch mehr Steinchen. Was ist das? Kohle? Okay, vielleicht nicht unbedingt auf die Kohle einschlagen mit den bloßen Fäusten. Das ist nicht so eine gute Idee. Okay, X. X. Stone X. Badaboom. Sehr schön. Das Processium. Okay, das brauche ich jetzt mal nicht. Wunderbar. Was nun? Tailoring, ja. Was? 35. Craft Plan Feather Pants. Okay. Gloves, das und Shoes.
Schuss. Kraft. Sehr gut. Was ist ein Bett? Oh. Habe ich dir das falsch gecraftet? Wahrscheinlich. Ja, ich kenne dich ja. So, jetzt mal ganz viel sammeln, damit wir die so ein extra schnell wie möglich halt hochleveln können. Na, also juckt. Ist uncool. Ups. Ja, sofort. So. Where? Das können wir direkt scrappen. Was bringt mehr? Du hast plus 1 Grad, minus 4 Grad. Also ist gescrappt. Okay, erstmal ganz gut soweit, denke ich. Jo, wie gesagt, Stone-Axes basteln massenweise, wenn es geht. Steinchen sammeln. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Aber gut. Blueberries gesammelt, das ist schön. Mhm. Oh, Birdnest, nice. Kann man Steine so gut erkennen in dem Schneebiom. Das ist gut. Wow, eine Menge Steine, das ist gut. So, X. 11 Stück. Machen wir. Ein bisschen hier auf Metall drauf rumballern, damit wir uns gleich eine anständige Waffe machen können. Ja, Fiber Shirt, okay. Shirt. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Das ist doch kacke. Hackern. Erstmal das Ding hier. Das können wir scrappen. Die können wir so lassen. Glas werden wir wahrscheinlich wieder wegtun. Die können wir scrappen, weil wir die brauchen erstmal nicht. Das ist nicht unsere Priorität momentan. Top Pamba, das ist gut. Mhm, mhm. So, ja. Dankeschön. So. Scrappen wieder. Und die Axes. Boom. Sehr gut. Okay, wo sind wir denn auf der Karte? Hier sind wir. Okay. Lass mal nach in diese Richtung laufen. Nach Süden, beziehungsweise Westen, also Südwesten, so in dem Sinne. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wo man sich so aufhalten kann. Mit bloßen Fäusten hier drauf fangen. Mehr gesagt als Tipp, so kann man Athletik sehr viel schneller skillen. Während man so durch die Gegend rennt. Oh, hier kann man so gut die Birdnests erkennen. Das ist klasse. Und aha. Das Wild hier. Oh. Schon wieder. Na, schon gut. Alles gut. Irgendwie zumindest für euch. Für mich nicht so. Ich habe eine kleine Fruchtfliegenplage. Huch. Ein Zombie. Guten Tag. Was soll ich jetzt tun? Guten Klapp. Was gibt dafür noch? Mehr Holz? Kein Holz mehr? Ich habe kein Holz mehr. Okay. Ja, chill. So, Büschlein, Bäumchen, gut. Zack. Weg damit. Weg, 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 weg. Ja, nervt mich, ich komme noch gleich zu euch. Ganz ruhig da drüben. Auf den billigen Plätzen. Dollar her. Oh, ein Hemd, das ist gut. Die Kälte. Okay. Zweiter Beinhaufen. Das ist schade. Schnauze. Komm
Komm schon. Ja. Sehr gut. So, feini fein. Rucksäcke. Tja, die muss scrappen. Okay. Bow. Können wir auch direkt mal craften. Eine gute Idee. Craft. So. Loot, loot, loot. 31. Oh, ja. Hat was. Cupboard Box. Sehr schön. Okay, dann sortieren wir mal ganz kurz aus. Das können wir scrappen. Die Bullets. Das kann hier bleiben. Das. Das. Oh, Puss das eben auch erstmal. Die Shells, ich scheiß drauf. Ein Iron Reinforced Club. Das ist nice. Dann kann das auch mal direkt hier bleiben. Die bleiben hier. Glue will ich behalten. Das ist für mich wichtig. Das wehren wir mal. Die behalte ich. Die werden gescrapped. Okidoki. Soweit, so gut. Wir folgen der Straße mal weiter. Und sammeln noch ein paar Nester auf, so. Weil wir welche finden. Okidoki. Arrows habe ich. Steel Arrows, nice. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Schicke Sonnenbrille. So, dann. Hey, Sir. Oh, es ist so ein Dicker. Das ist nicht so cool. Ach, komm schon. Das ist nicht so... nicht so geil, so. Ich krieg einen Anfall. Ohne Witz, das ist... Ich sollte das... Ja, ja. Hm, klar. Stirb. 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 Oh Gott, was? Bist du bescheuert? Aber. Oh, nice. Guter Loot dafür. Finde ich gut. Green Sweatshirt. Sagen wir so an. Wir haben ein Brown Shirt. Das ist plus 6. Und hier haben wir plus 8. Wären wir das erstmal das. Und eine Hose. Juhu. Eine Hose. Oh Gott. Was eine Farbkombi. Egal. Hauptsache uns ist warm. Das ist wichtig. Der Rest ist unwichtig. Gut. Schön. Sehr schön. Gut. Ah, voll. Herrjemini. Okidoki. Da vorne wird es schon wieder wärmer. Okay. Das können wir mitnehmen. Das können wir hier lassen. Ist die besser, die Hose? Ja. Das ist schönere Farbe. Wunderbar. Schnee ist eigentlich ziemlich schön. Eigentlich. Kanönchen. Ja, ja, ja. Whoa. Okay. Getroffen. Juhu. Ist down? Ja. Ah, hopp. Nichts drin, schade. Ach, Gottchen. Kommen Sie aus Ihren Löchern da raus. Hey! Der war ja auch voll drauf. Gut. Ja. Halt, stopp. Ach, die steht immer noch da. Okay, also. Können wir das auch scrappen? Ja. Scrap. Scrap.
die brauchen wir eigentlich nicht. Sonst noch was gerade? Was soll man denn noch? Hatte ich nicht noch irgendwas anderes, was ich... Genau, das kann weg. Den Dings behalten wir für... Dingens, für Minen. Diesmal habe ich auf jeden Fall von Anfang an mehr mit Explosives. Das auf jeden Fall. So, ich habe erst vergessen, die blöde Couch mitzunehmen im ersten Haus. Verdammt. Naja. Ist schon okay. Hallo? Wohnt hier jemand? Nein? Ich nehme eine Kerze. So. Gib mir Loot. Ich brauche Loot. Okay. Okay, da gibt es nicht viel raus, oder? Das geht. Ah. Ist mir zu anstrengend. Okidoki, hier ist nichts mehr. Dann unten. Wow, man rennt so schnell die Treppe runter. Ein Klo. Oh, nice. Das ist dann nicht mal Jackpot. Erstes Klo. Da war in der letzten Welt sehr viel Pech mit dem Klo. Auch nicht schlecht. Kleine niedliche Küche hier. Mhm. Halt. Das darf weg. Interessant. Okay. Hübsche Küche. So. Weiter geht's. Halt die Klappe und auf ihn Ruhe. Spacko. Wo sind wir denn hier? Hallo? Albuquerque. Santa Fe. Don't go nach Roswell. Okay. Dann gehen wir nicht nach Roswell. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir. Ja, ja, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Interessant, interessant. Ja. Kann direkt mal ein paar Blümchen mitnehmen. Blümchen pflücken, yay. Ja. Also, jetzt erstmal wieder, ja, Viecher jagen für... Eid. Was haben wir hier für ein lustiges Geschäftchen? Parts and Cars, okay. Eine Autowerkstatt. Will ich hier bleiben? Nein, auf keinen Fall. Das ist mir zu gefährlich noch. Aber hier kriegen wir schön Öl raus aus den ganzen Fässern und so. Und hier sind viele Viecher, ganz genau. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir hier irgendwo in der Nähe ein kleines abtrünniges Haus, was wir uns erstmal schon den Nagel reißen können. Für den Anfang können wir auch erstmal dann wohl nicht hier bleiben, will ich nicht unbedingt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt dahin zurück. Was craften? Zwei Stück, okay. Sondern vielleicht an den See? Hinter den See? Da, wo wir eigentlich hin wollten, wo es aber zu weit weg war? Wäre doch eine Idee, oder? Noch, das war eine Stahlschaufel, krass. So, wir müssen nur langsam wirklich was für die erste Nacht finden, sonst wird es vielleicht ein bisschen knapp. Wir müssen nach Westen. Dann gehen wir auch nach Westen. Na, 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 na. So, bin gespannt, wo es uns so hinführt. Ich würde sagen, das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.